Lieben, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute machen wir einen super schnellen Grillsalat. Ja, er passt perfekt zu eurem Gegrillten. Falls ihr mal Lust habt, einfach spontan zu grillen, ist der rucki zucki gemacht. Oder auch für eure nächste Grillfeier. Aufs Buffet, ganz egal, es ist ein super leckerer Salat. Es ist ein Rohkostsalat. Geht wieder richtig einfach, richtig, richtig schnell. Die meiste Arbeit erledigt der Thermomix für uns. Und heute ist das Rezept für ungefähr 3 bis 4 Portionen. Ihr könnt die Zutaten aber auch ein bisschen erhöhen. Die Zeiten müssten gleich bleiben, aber da könnt ihr ja nachschauen, wie groß oder klein ihr die Stücke mögt. Und wir brauchen jetzt folgende Zutaten. Ihr findet wieder die ganze Info unten in der Infobox. Dort habe ich euch alles aufgeschrieben. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir brauchen zum einen jetzt eine rote Zwiebel, dann Möhren, rote Paprika, Äpfel, Pfeffer, Öl, Balsamico-Essig, ein bisschen Feta und Kräutersalz und dann war es das auch schon. Und wie gesagt, er geht super, super schnell. Wir fangen an, die Zutaten in den Mixtopf zu geben und wir fangen mit den Möhren an. Wir brauchen 300 Gramm Möhren, geschält und in Stücke geschnitten, ungefähr 2 cm breite Stücke sollten es sein. Und fangt wirklich mit den Möhren an, weil die sind am härtesten von unseren ganzen Zutaten, deswegen diese als erstes ums Messer rumpacken, damit das Messer gleich die härtesten Zutaten greifen kann und zerkleinern kann und es alles ungefähr gleich große Stücke gibt. Ganz perfekt wird es natürlich nicht werden, aber das ist ganz wichtig, dass die Möhren zuerst reinkommen und schaut, dass sie schön ums Messer rum verteilt liegen. Danach kommt eine rote Zwiebel, geschält und geviertelt dazu. Auch wieder schön ums Messer rum. Dann 2 rote Paprika, die habe ich gut abgewaschen, entkernt und in größere Stücke einfach geteilt. So, auch wieder schön verteilen, dass alles gleichmäßig liegt. Dann brauchen wir entweder einen großen Apfel oder wie ich 2 kleine Äpfel. Ich habe sie nur gut abgewaschen, nicht geschält, das Kerngehäuse entfernt und geviertelt. Wer die Äpfel schälen mag, der kann sie natürlich gerne schälen, gar kein Problem. Und wer sagt, nö, so viel Äpfel möchte ich da nicht drin haben, der kann zum Beispiel auch nur einen kleinen nehmen oder nur einen halben. Da müsst ihr eben mal schauen, was euch so am besten schmeckt. So, als nächstes kommen 3 Prisen Pfeffer dazu. Ich mache das natürlich mit meiner Pfeffermühle. Einfach so Pi mal Daumen. Das Ganze wird nachher aber noch abgeschmeckt und falls mir noch irgendwie Würze fehlt, kann ich das dann rangeben. Dann einen halben bis ein Dreiviertel Teelöffel Kräutersalz. Da müsst ihr auch einfach mal abschmecken und euch rantesten, wie viel ihr da braucht. Dann Balsamico-Essig, 15 Gramm. Ich nehme da den hellen Balsamico-Essig. Ein bisschen zu viel geworden, naja, macht nichts. Und 10 Gramm Öl. Ich nehme da wieder mein Bio-Bratöl. Das ist ja zum Braten, zum Frittieren, für Salate. Ihr könnt damit auch backen. Also so ein Allrounder. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel lieber ein Olivenöl nehmen wollt oder ein Sonnenblumenöl, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Gar kein Problem. So, das war jetzt erstmal alles. Wir schließen den Deckel und zerkleinern das Ganze 5 Sekunden auf der Stufe 5. Ja, und fast ist der Salat schon fertig. Schaut mal, so groß sind jetzt die Stücke. Richtig schön. Ich finde, es ist genau perfekt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wem das Ganze natürlich noch zu grob sein sollte, der kann natürlich noch ein Sekündchen drauf geben, aber länger würde ich auf keinen Fall machen, weil ihr wisst ja, der Thermomix ist ziemlich fix mit dem Zerkleinern. Nicht, dass ihr nachher so einen Brei, so einen Mousse habt, das wäre schade. Ich werde ihn jetzt ganz kurz abschmecken und schauen, ob ich vielleicht noch irgendwie nachwürzen muss. Bei mir am meisten Salz, kennt ihr ja. Und ja, ich gebe jetzt noch ein bisschen Salz dran, Kräutersalz. Vermische das gerade kurz mit dem Spatel, weil ich den Salat nicht noch mehr zerkleinern möchte. Ich finde ihn so genau richtig und er schmeckt wirklich, wirklich mega lecker.
So, nochmal nachkontrollieren. Mhm. Ja, schon besser. Also, falls euch da Würze fehlt, macht noch ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kräutersalz oder, falls ihr wollt, auch noch ein bisschen Essig dran. So, und jetzt war das aber noch nicht alles. Wie gesagt, es fehlt noch der Feta-Käse und da habe ich 200 Gramm Feta genommen, einfach so ein bisschen mit den Fingern klein gebröselt. Den könnt ihr jetzt entweder dazugeben und einfach mit dem Spatel unterheben oder ihr füllt den Salat um in eine Schüssel und krümelt den Feta-Käse einfach nur so drüber oder ihr macht es halbe halbe, die Hälfte untermischen, die Hälfte drüber krümeln. Das werde ich nämlich jetzt machen. Ich gebe hier die Hälfte von meinen 200 Gramm einfach so Pi mal Daumen dazu und die andere Hälfte krümel ich dann noch so schön drüber. Ich finde, das sieht immer lecker aus, wenn da noch so Feta-Käse drüber gekrümelt ist. Ihr könntet jetzt das Ganze natürlich auch mit dem Thermomix geschwind unterrühren lassen. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt einfach kurz mit dem Spatel. Geht auch richtig schnell, richtig einfach. Und ich kann gleich kontrollieren, ob mir die Feta-Stücke zu groß sind. Dann kann ich es nämlich noch ein bisschen mit dem Spatel klein drücken und habe ein bisschen besser die Kontrolle. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze aussieht. Schaut mal, so sieht das Ganze jetzt aus. Salat werde ich jetzt hier in die Schüssel geben, schauen, dass ich das alles hier unfallfrei hineinbekomme und ihr es gut sehen könnt, wie lecker der Salat aussieht. So sieht der Salat bis jetzt aus. Jetzt könnt ihr, wie gesagt, noch den Rest Feta drüber krümeln. Ich stelle mal kurz die Schüssel ab, nicht dass hier noch was daneben geht. So sieht er aus. Richtig, richtig lecker. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen. Probiert ihn sehr gerne aus. Gebt mir ein Däumchen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen und ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Genießen bei eurer nächsten Grillparty. Falls ihr jetzt Lust auf weitere Rezepte bekommen habt, schaut sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich abonnieren. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!